Yeah, rock and roll. Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront. In diesem Video werden wir einmal wieder den Modus Vorherrschaft spielen. Das habe ich, glaube ich, in einem meiner allerersten Matches zusammen mit The Götzler und Rotbeamer gezockt. Seitdem her nicht mehr, ist ja eine der beiden großen Modi mit 40 Leuten gleichzeitig. Ich will aber mal ganz schnell kurz in meine, ja nicht Einstellungen gucken, sondern mal Waffen und Spezialfähigkeiten. Ich habe nämlich von meinem treuen YouTube-Zuschauer LogoFail 2 sehr gute Tipps bekommen. Einmal bei den Sternkarten soll ich Ausschau halten nach dem Bounty Hunter, also dem Kopfgeldjäger. Oh, der ist relativ weit unten. Kostet 7000 imperiale Credits, soll aber sehr geil sein. Der galaktische Bürgerkrieg bringt viele Veteranen auf der Suche nach neuen Aufgaben hervor. Na, das ist doch wundervoll. Was macht das Ding denn? Stufe 1. Geringe Chance für einen Kill, ein Power-Up zu erhalten. Oh, das ist ja echt nicht schlecht. Stufe 2. Mittlere Chance für einen Kill, ein Power-Up zu erhalten. Und auf Stufe 3. Eine hohe Chance für einen Kill, ein Power-Up zu erhalten. Und jeder Kill setzt die Abklingzeit zurück. Okay. Das scheint mir auf jeden Fall eine sinnvolle Karte zu sein, allerdings erst ab Rang Nummer 26. Ihr seht es rechts oben, ich bin noch Rang 16 und 7000 Credits. Dann hoffe ich mal, dass die Waffe, die er mir empfohlen hat, noch ein bisschen interessanter wird, nämlich die T21B. Ah ja, es gibt tatsächlich hier eine T21, schwerer Blaster und eine T21B. Das ist ein Präzisionsgewehr. Ah, eine Weiterentwicklung der T21, oh ja. Die hat immer richtig mächtig Schaden und richtig mächtig Reichweite. Das dürfte auch die Waffe sein, die aktuell im Multiplayer immer so verhasst ist, weil die so absolut, ja, ein bisschen zu stark ist. Ich denke mal, es hat sich wahrscheinlich mit der Waffe hier dann zu tun. Mal gucken, ob die irgendwann mal gepatcht wird. Aber warum nicht? Mein ab Rang 21, ich bin Rang 16, also es ist zumindest in, ja, in Reichweite. Und 2500 imperiale Credits. Hört sich auch machbar an. Gut, somit weiß ich, was ich zu tun habe. Ich kann noch mal ganz kurz reingucken in meine Herausforderungen. Das kann ich dann aber kurz vorm Spiel noch mal gucken. Weil ich ja noch diesen blöden Headshot-Herausforderungsdingenskirchen habe. Aber egal, komm, wir gehen jetzt einfach mal direkt rein in den Modus Vorherrschaft. In der Hoffnung, dass wir nicht in ein laufendes Spiel reingeschmissen werden. Das Spiel scheint zumindest noch nicht ganz voll zu sein. Imperium 20, Rebellen 17, wenn ich das, glaube ich, richtig gesehen habe. Und wir spielen auf Zulust. Und zwar der Karte Sorosub Centroplex. Alles klar, also Vorherrschaft 20 gegen 20. Ja, im Endeffekt geht es hauptsächlich darum, uns gegenseitig eins auf die Nuss zu geben. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, müssen, glaube ich, auch irgendwelche Punkte eingenommen werden. Da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen, aber das wird uns das Spiel gleich sagen. So, wir spielen auf Seite des Imperiums. Ja, Herausforderung. Gewinne 3 Abwurfzone-Spiele. Mensch, das ist ja auch noch machbar. Erziele 20 Heldenjagd-Kills. Okay. Und erziele 25 Blaster-Pistolen-Kopfschüsse. Also gefühlt habe ich mich da seit dem letzten Versuch kein bisschen weiterentwickelt. Komm, ich habe mir auch mit dem Blaster wirklich so schwer getan. Wollen wir dieser Herausforderung nochmal eine Chance geben und ein paar Kopfschüsse erzielen? Ich könnte mal so eine Herausforderung echt gebrauchen, vor allem die Credits, die damit zu tun haben. Na komm, wir probieren es einfach nochmal. Drücken zum Starten. Das Spiel läuft auf jeden Fall schon, ist klar, weil ich jetzt hier so rumgedamelt habe. Oh, es läuft nur noch 9,5 Minuten. Ja, es wird ja mal wieder ein kurzes Video, ne? Aber ihr seid es ja gewohnt und die Gelegenheit möchte ich am besten auch gleich mal nutzen, um meine ganz treuen YouTube-Zuschauer hier zu begrüßen. Das sind jetzt mal namentlich, weil sie eben auch in den Kommentare reinschreiben, LogoFail und Gore84. Finde ich ziemlich cool, dass ihr hier wirklich so regelmäßig dran seid und bleibt. Dann macht mir das hier nämlich auch umso mehr Spaß. Ich muss bloß sagen, ich werde das Tempo von den letzten Wochen nicht ganz halten können. Heißt, ich habe ja wirklich seit Weihnachten oder seit Ende November das Spiel eben rausgekommen ist, jeden Tag jeden Tag einen toten Stormtrooper hinterlassen. Nein, jeden Tag ein Star Wars Battlefront Video veröffentlicht. Dieses Tempo werde ich leider nicht halten können. Ich bin im Moment beruflich sehr stark eingespannt
Und es wird da wohl ähnlich wie bei meinen anderen Let's Play Projekten darauf hinauslaufen, dass ich weniger Videos pro Woche veröffentlichen kann. Also bei den normalen, bei den Story-Spielen oder so mache ich es in der Regel so, 3 Videos à 20 Minuten pro Woche. Das war sogar mein Kill. Ist ja geil. Das werde ich jetzt bei Star Wars Battlefront ein bisschen anders machen. Ich werde versuchen, 4 Videos pro Woche zu veröffentlichen. Und zwar jeden Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Und dann geht es eben wieder am Dienstag weiter. Mal gucken, ob mir das gelingen wird. Wie gesagt, Beruf, Privatleben haben natürlich erstmal Priorität. Und ich will das Spiel natürlich auf jeden Fall weiterzocken. Aber bloß, dass ihr euch wundert, es liegt nicht an der Lustlosigkeit, sondern ganz einfach an der Zeit. Ich werde das Tempo einfach nicht halten. Gut. Mal sehen, ob ich irgendwas anderes hier halten kann. Ich werde auf jeden Fall versuchen, den Kopf über Wasser zu halten. Das wäre doch mal eine Sache. Das wäre schon mal ein Riesenvorteil. Oh, oh. Das ist immer so geil, ne? Mitten im Feindangriff gespawnt. Also, falls ihr es merkt, leichte Anfangsschwierigkeiten. Ich will aber unbedingt das Power-Up haben. Wenn ich das richtig sehe, nicht mal im Nahkampf schaffe ich es, so einem Gegner einen Headshot zu verpassen. Und dann will ich diese Herausforderung meistern. Also ich werde jetzt mal dieses Spiel mal ein bisschen testen, gucken, ob mir das gelingt. Wenn nicht, schieße ich diese Herausforderung zum Mond. Unsere Spione haben Luke Skywalker entdeckt. Er ist ganz in der Nähe. Luke Skywalker, okay. Aber Darth Vader ist auch an unserer Seite. Oh. Ja, ich bin mit meinem Partner gespawnt und der hat ein Jetpack. Deswegen kam der da hoch. Luke Skywalker, tatsächlich! Oh nein, ach komm Luke, lass mich! Ach Mann! Warum immer ich? Warum ich? So, mein Partner noch unterwegs? Alles klar, wie gesagt, es gibt da Punkte einzunehmen, ihr seht es rechts oben. Rechts haben wir eingenommen, das sind die blauen Haken, ansonsten einer der Feind und einer ist offen oder einer wird gerade eingenommen, irgendwie sowas. Okay. Oh, sehr schön. Ja, genau. Der AT-ST ist auf unserer Seite. Ich erinnere mich, den Modus habe ich nämlich schon mal auf derselben Karte gespielt. Aber natürlich... Was heißt natürlich? Nicht natürlich, sondern auf Seiten des Imperiums. Luke Skywalker hat's erwischt. Oh, und McGrath hat's auch erwischt. From the Pear Grabber. Na, super. Also, ich muss das Spiel... Ich habe zwar in letzter Zeit jede Woche ein Video veröffentlicht, jeden Tag, aber das heißt noch nicht, dass ich jetzt hier voll der Crack bin. Ich bin sogar relativ weit davon entfernt. Ich bin ja immerhin auch erst Level 16, nicht wie dieser Freak da vorne, ja, mit seinem Shadow Trooper Gewand. Dieses wunderschöne schwarze Gewand gibt es nämlich am Charakter Level 50. Mein großer Traum in diesem Spiel. Mal sehen, ob ich ihn jemals erreichen werde. Depp, dann läufst du mir... Läufst du wieder in den Weg? Egal. Ich habe ihn aber, ich habe den Kill geholt. So, da kommt einer. Oh, Granate. Ich habe ja eigentlich gesehen, dass da 2 Rebellen waren. Betonung liegt auf eigentlich. Also es ist schon ein Mördermodus, weil hier geht echt die Uzi ab, ne? Ah, schade eigentlich. Da wollte ich schön entspannt mein Scharfschützengewehr aufladen. Tja. Das hat mir der Feind nicht gegönnt. Also ich bin nicht mehr krank, ja? Deswegen kann ich es jetzt wirklich nicht mehr auf die Krankheit schieben, dass ich hier so ablose. Ich glaube, der Modus ist mir echt zu heftig, ey. Alter, ist hier was los. Gut, jetzt habe ich wesentlich mal ein paar Kameraden an meiner Seite. Blöder Hund. Mit Jetpack da hochgeflogen, ne? Denke ich es mir doch. Ja. Wenn ein Imperialer über einen Rebellen spricht, kann er ihn auch mal blöder Hund nennen. Schießen du hin. So sehr optimistisch. Über die Lava. Direkt in den Tod.
Arschloch. Entschuldigung, habe ich das ausgesprochen? Mann, jetzt hat er mir vor der Nase den TIE Fighter weggeschnappt, ey. Sackratte! Wir sind im Vorteil. Weiter so. Das wäre mal was für mich gewesen. So, 3 Punkte haben wir auf jeden Fall eingenommen. Der Zeitticker läuft aber kontinuierlich runter. Vorrücken, Männer! Vorrücken! Oh, ich habe sogar meinen Teamkameraden wieder gefunden. Das ist ja super. So, werfen wir auch mal eine Granate vor. Kann nicht schaden. Oh, ein Shadow Trooper haben wir auch an der Seite. Oh, das ist zwar eine Geschütze oder so, ne? Oh, leck mich fett, ey. Alter. Da hockt einer am Turbolaser und hat verdammt gute Augen. Und die Imperialisten fallen wie Fliegen. Ach du Scheiße, da sitzt ja einer drin. Ah, direkt vom Turbolaser gespawnt. Das sind so die Highlights in diesem Spiel. Mehr davon. Oh, Achtung, X-Wing. Schade eigentlich. Es ist natürlich auch fies, ne? Wenn man hier auf so einem schwarzen Vulkanplaneten mit einer strahlend weißen Stormtrooper-Rüstung durch die Gegend läuft. Es ist natürlich jetzt taktisch auch nicht optimal. Kannst du mir glauben, dass ich dieses scheiß Ding hier will? Und ich hol's mir auch. Yeah, Rock'n'Roll! Das habt ihr gerade nicht gesehen. Das habt ihr gerade nicht gesehen. Das war nicht echt. Das war ein Bug. Oh Gott. Oh, ein X-Wing. Beinahe auf meinen Kopf gefallen. Gott, wie dumm muss man sein. Da freue ich mich endlich über den eroberten TIE Fighter. Und verkacke ihn beim ersten Versuch. Das ist immer, ich tue mir immer relativ schwer, mich dann ein bisschen in diese Flugzeugsteuerung reinzufuchsen, wenn ich gerade so ein Ding habe, weil man ja immer mit dem rechten Stick steuern muss. Ah, egal, es hat trotzdem für den Sieg gereicht. Ich war da relativ wenig dran beteiligt, wie man auch an der Statistik sieht. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem einigermaßen unterhalten oder das Spiel konnte euch unterhalten. Ich meine, es ist ja auch ein tolles Setting, tolle Musik, tolle Action, tolle Grafik. Nur ein scheiß Spieler vom Gamepad. Na gut. Mehr Glück beim nächsten Mal. Wie gesagt, leider die Videos aus Zeitgründen bei mir immer ein bisschen kurz und jetzt muss ich sie auch noch auf 4 pro Woche begrenzen. Ich weiß, da schlägt das YouTube-Zuschauerherz nicht unbedingt höher, aber im Moment kriege ich es einfach nicht besser hin. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wie immer freue ich mich über Däumchen nach oben und über jedes einzelne Kommentar unter dem Video. Auch wenn ihr spezielle Modi mal ganz besonders gerne mögt, wenn ihr sagt, Vorherrschaft, weg mit dem Mist, zeig uns mehr, Druidenalarm, dann freue ich mich natürlich auch wirklich über alles. Ansonsten spiele ich die ganzen Modis einfach mal jedes einzeln durch. Ich habe mir auch vorgenommen, ich habe eine extra Playlist dafür erstellt, tatsächlich mal jeden Modus auf jedem Planeten, auf jeder Karte zu spielen und dann auch nochmal aus jeder Sicht. Also einmal aus Sicht des Imperiums und einmal aus Sicht der Rebellion. Aber wie gesagt, ich habe 2 Playlists, eine klassische Multiplayer-List, Star Wars Battlefront Let's Play Multiplayer, wo ich einfach alle Multiplayer-Spiele, die ich bisher gezockt habe, alleine und Koop, dann eben reingepackt habe. Und dann gibt es eben eine Playlist Star Wars Battlefront, alle Modi und Karten. Also wenn ihr zum Beispiel mal genau wissen wollt, wie sieht eigentlich Abwurfzone auf Endor aus? Und zwar auf der Karte Waldmond Endor und aus der Sicht des Imperiums. Dann könnt ihr in diese Liste reingehen, da ist alles alphabetisch geordnet. Also noch nicht ganz vollständig, aber ich arbeite dran. Ja, so ein kleiner Statistik-Fetisch von mir. Wenn ihr, wie gesagt, mal irgendwas gezielt sucht, vielleicht bringt euch die Playlist weiter. Wenn nicht, dann... ja, habe ich es halt umsonst gemacht, egal. Ich freue mich trotzdem, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Ich versuche jetzt mal wieder, ja, wie gesagt, leider habe ich im Moment so wenig Zeit, aber trotzdem ein bisschen Kontinuität in Star Wars Battlefront reinzukriegen, weil man sieht, dass man steigt in so ein Spiel ein, nachdem man 1-2 Tage Spielpause gemacht hat und ist irgendwie wieder draus. Also zumindest geht es mir so. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, ich habe es schon erwähnt. Und würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns dann in einem der nächsten Videos auch wiedersehen. Alles klar? Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken. Tschüssikowski.
An dieser Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Hat's euch gefallen, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Wollt ihr mehr von mir sehen, dann schaut doch zum Beispiel mal auf meinem Kanal vorbei, Mac Ralph Gaming. Oder noch besser, das wäre natürlich Spitzenklasse, ihr klickt da rechts unten auf mein Logo und abonniert einfach den Kanal. Dann bleibt ihr immer up to date, sobald ich was Neues hochlade. Ich freue mich wie ein Schnitzel und freue mich umso mehr, wenn wir uns dann in einem der nächsten Videos sehen und hören. Bis dahin, danke euch und tschüss.